tollste Anlass für dieses Video, muss ich sagen. Denn es ist leider Gottes so, dass Nintendo, wie das so entschlossen hat, wie ihr was seines und wisst, die Online-Server für Wii U und 3DS zum Anfang vom April einzustellen. Heißt ab dann, liebe Leute, ist keine Möglichkeit mehr, unsere geliebten 3DS und Wii U Games online zu spielen, was, wie ich finde, ein ziemliches Brett ist, weil es war halt einfach meine Kindheit. Basically kann man das wirklich so sagen. Allen voran, dass er eins der Games, es ist für Wii U nicht 3DS, aber ist ja wurscht, was damals mein Kanal erst so richtig, was heißt, groß gemacht hat, aber zumindest mal zu dem Erfolgs geführt hat, sagen wir es mal so, ist der dem Erfolg geführt hat, den mein Kanal jetzt eben hat. Und das ging damit. Dieses Game hier, ihr könnt sehen, ist ja auch wurscht hier, Splatoon 3, das war das wilde Game, Splatoon 3 natürlich, Splatoon, das war das wilde Game, mit dem ich damals angefangen habe, live zu streamen und, kann euch das pressen, dieses Game wird auf jeden Fall vor April noch das ein oder andere Mal im Livestream live zu sehen sein. Mit was heißt ja? Ich will die letzten Stunden, wenn man so will, Tage, um dieses tolle Game, was mir so viel tolle Zeit und YouTube und alles beschert hat, ich will es zocken und ich werde es auch zocken und ich werde es, ja, immer mal wieder jetzt bis April halt online einfach ein paar Runden nostalgiemäßig zocken. Und dann einfach schauen, was so auf bis zukommt. Der Plan ist, dass es damit auch gleich am 14., Mittwoch, den 14., zweiten anfangen müsste. Also übermorgen am Mittwoch ist alle noch nicht 100% fest, weil ich privat da halt relativ viel heiß am Laufen habe. Deswegen muss ich mal schauen, wie gut das Ganze klappt. Aber ich hoffe einfach, dass es klappt. Und dass es dann diesen Mittwoch in Persöne richtig oldschool rund ins Splatoon eintauchen kann. 13.1 so richtig sind wie damals die guten alten Zeiten und das gepaart mit Minecraft. Ihr könnt euch darauf freuen. Ja, das war, um jetzt den Nostalgie-Zug ein bisschen weiter zu fahren, wenn wir schon dabei sind hier am heutigen schönen Montag und ich habe gerade ein Abonnement bekommen. Danke dafür. Ja, um das Ganze weiterzubringen, hat es ja damals dieses tolle Mikrofon hier, Blue Yeti, weil der Kasten liegt nämlich auch gerade bei mir. Ich habe das Original hier auch noch. Aha. Nochmal danke fürs Abo. Kann ich das hier irgendwo sehen? Jawoll! Hier, da hat man es gerade gesehen. Leider nicht mehr ganz den Namen, aber hier hat man gerade gesehen, dass man abonniert hat. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. So, sorry. Um jetzt die Nostalgie-Flaute zu Ende zu bringen, das war die wilde Capsa-Karte damals, die ich hatte. Noch so eine alte Elgato ist. Das Licht blendet halt mies, jetzt kann man es sehen. Da ist jetzt auch eine neue rausgekommen, die werde ich mir, glaube ich, im Laufe des Jahres auch holen, weil. Ich hab's zwar schon, das war die erste, inzwischen haben wir es eine andere, aber so lange haben wir es wieder ein Upgrade nötig und da kommt die tatsächlich ganz gut gelegen. Also die habe ich auch noch meine erste Capsa-Karte. Und zusätzlich zu meiner ersten. Habe es auch noch, wie gesagt, das gerade angeteaserte Mikrofon, dieses riesenmassive Mikrofon, das auch ganz teuer war, 200 Euro kostet, war das erste Mikrofon, mit dem ich damals halt so richtig auf YouTube durchgestartet habe. Upsi. Das sollte eigentlich fest sein. Oh mein Gott, war das eine wilde Zeit. Mit diesem massiven Mikrofon auf dem Tisch und dann ging's los. So, warte. Oh, es musste mein ganzer Kram wieder gut tun, dann wissen, aber es ist ein viel anderes Zeug. Neuen Mikrofon und ob ich dem auch sei, das war Nostalgie pur, ein bisschen einfach wieder zu sehen, was ich damals eben für Zeugs hatte, ne, und damit habe ich halt damals mal Livestreams gemacht, so. Und dann, ich glaube, das war sogar auch noch 2016 oder Anfang 2017, habe ich ja wirklich eine sehr gewagte Aktion gemacht, in Anführungsstrichen, habe mir sehr viel Geld in die Hand genommen und habe dieses Ding hier. Und der eine oder andere denkt vielleicht, lol, das ist einfach nur normaler 2DS. Aber hier, da ist ein Kabel dran. Hier auf der Rückseite kann man es auch sehen. Das hier
ist nämlich nicht normal in dem Sinne. Denn das hier ist einfach eine 3DS Capture Card. Irgendwas 2DS Capture Card. Und ja, ich habe mir nämlich damals S viel Geld ausgegeben und habe mir an meinen 2DS eine Capture Card anbauen lassen. Um 2DS Games jetzt playen zu können. So ernst habe ich das Ganze damals gemeint. Und das habe ich damals auch gemacht. Und oh mein Gott. Waren das wilde Zeiten. Ich habe es erst alt an, ich weiß. Wo es damals auf mein 2DS einfach 2016, 17, 18 gesockt habe. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass sowohl die ganzen Sachen mit der Wii U und das mit dem 3DS bald Geschichte sein werden. Online zumindest. Das ist traurig. Aber so ist leider der Lauf der Dinge. Deswegen will ich es auskosten. Auch das Game, was hier jetzt seit 10 Minuten offen habt. Die Rede ist natürlich von Mario Kart 7. Werde es online noch zocken. Vor April. Heißt, in den nächsten Wochen wird der Fokus eher mehr auf alte Games zocken online, die halt danach nicht mehr gehen. Da ist in dem Fall eben Mario Kart 7 mit einer großer von den Dauerbrennern sein. Smash Bros. Ist, glaube ich. Ja. Mario Maker für Wii U werden wir uns nochmal anschauen. Natürlich Splatoon 3 werden wir uns. Splatoon 3 gar nicht mehr. Und 1 werden wir uns nochmal anschauen. Wir werden uns das Original Mario Kart für die Wii U nochmal anschauen und feststellen, wie klein das doch vorkommt. Wenn man überlegt mit DLC-Strecken und. Also ich habe noch ein paar richtig coole Nostalgie-Sachen vor in den nächsten Wochen. Bis es halt leider soweit ist und das online abgeschaltet wird. So sieht's aus, ne? Ich lade euch demnächst präsent ein. In diesem schönen Video hier, Mario Kart 7, was ihr gerade seht, ist wie gesagt auch eben eine Sache, die da eine große Rolle spielen wird. Ich lade euch demnächst präsent ein, mit mir auf Nostalgie lässt zu gehen. Und nochmal die letzten Wochen, wo es noch geht. Zurück ins Höhle 2016, 17 zu tauchen, wo noch die Zeiten noch damals gut waren. Nein, ist jetzt alles gute Zeiten, der ist eigentlich nicht, wenn man weltpolitisch und so weiter betrachtet, aber persönlich habe ich bis auf ein paar Sachen eigentlich recht gute Zeiten der Zeit. Was soll ich sagen? Aber auch 2016, 17 damals war cool, wie ich hier eben alles gestartet habe mit meinem Kanal. Ihr merkt, das hat ja nach wie vor ein riesen Herzensprojekt. Ich verspreche es euch. Immer wieder Leute kommen und es nerven, nicht viel Content und alles. Tut mir leid, ich bin halt nur mal gerade in meiner Abschlussklasse. Aber ich verspreche es euch. Und das ist wirklich ein Verspressen. Ab Mai ist es vorbei. Dann bin ich fertig mit Schule und Studium. Ich weiß es auch von meinen Freunden. Tausendmal flexibler. Also da werde ich Zeit finden. Ein bisschen mehr Miss hier, um YouTube und das Ganze zu kümmern. Und wir werden. Das ist wirklich ein Versprechen. Wenn ihr mitmacht, wenn die Stimmung mitmacht, wenn YouTube mitmacht, werden die besten Jahre von Game Accords noch launched. Mit dieser schönen Schlusszeit, mit dieser schönen Force auf das, was kommen mag, würde mich freuen, wenn ihr einfach am Start seid, wenn wir uns noch was zurückbegeben, Nostalgie in die schönen alten Zeiten von 3DS und von Wii U. Das machen wir mit Let's Plays und Livestreams zu verschiedenen alten Zeugs, Online-Zeugs natürlich. Bevor allem dann, wie gesagt, der Saft abgedreht wird. Mich würde es trotzdem freuen, wenn ihr ab dem 14.02. dabei seid, wenn wir bei Tool 1 Livestream, Nostalgie, um 20 Uhr, live auf YouTube. Ich freue mich auf euch. Bis übermorgen oder so. Macht's gut. Und ciao.